US-Außenminister Antony Blinken ist zum Abschluss seines China-Besuchs am Freitag mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zu Gesprächen in Peking zusammengetroffen. Während des Treffens wiederholte Xi die Bedenken Pekings, dass die Vereinigten Staaten die wirtschaftliche Entwicklung Chinas unterdrücken. Beide Länder sollten Partner sein, keine Rivalen, gegenseitig Fortschritte erreichen und sich nicht schaden. Trotz bestehender Differenzen sollten beide Länder nach Übereinstimmungen suchen, anstatt nach bösartiger Konkurrenz. Beide Seiten sollten ihr Wort halten, anstatt das eine zu sagen und das andere zu tun. Die Reise des US-Außenministers brachte wenig Fortschritte bei strittigen Fragen. Stattdessen konzentrierten sich beide Seiten auf pragmatische Themen wie den zwischenmenschlichen Austausch, künstliche Intelligenz und das Drängen der USA auf Fortschritte bei der Eindämmung der chinesischen Lieferungen von Chemikalien, die zur Herstellung von Fentanyl verwendet werden. Blinkens Besuch war der jüngste hochrangige Kontakt zwischen den beiden Nationen, nachdem die Beziehungen zwischen China und den USA Anfang letzten Jahres auf einen historischen Tiefpunkt gesunken waren.